Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Dinosis Survival. Ist ein Survival-Spiel mit, ihr seht es hier oben oder wie der Name schon sagt, mit Dinosauriern. Gibt es momentan auf Steam für 1,49 Euro im Sale. Deswegen habe ich mir mal geholt und wir werden jetzt mal hier reinschauen. I know we're gonna be there someday. I'll fly and chase the big clouds away. I know I'll be there soon. Oh, baby, be there soon. It seems as though the world these days is getting real tough. You have to put your foot down, just give yourself a bow. Oh, baby, be there soon. Okay, der hier sind wir. I know you want me with you, but this voice has got a hold on me. At least just for the summer, let's ride across the deep blue sea. Wait and see. Na, was war denn jetzt? Ein Flugzeugabsturz. So, deswegen werden wir auch auf dieser Insel oder wo wir immer sind, an Land, ne? Mal schauen, ob wir nur die einzigsten sind oder ob nur jemand dabei ist. So, press space to stand up. So, wir liegen also hier in der Pampa rum. Hallo. Wo schaust du hier überhaupt hin? Na, jetzt stehen wir auf jeden Fall mal auf. Oh mein Kopf, was ist passiert? Wir sind abgestürzt. Mein Gott, ein Wunder, dass ich noch lebe. Okay. Naja, also grafisch schaut es ja eigentlich nicht einmal so schlecht aus. Kann man nicht meckern. Also, Tutorial-Bewegung. WASD ist normal wie in jedem Spiel. Left-Shift ist Rennen, Space ist Springen. Das Springen kann man sich natürlich dann auch sparen. So, jetzt schauen wir... Oh. Da vorne ist ja ein Dino. Wie kann ich denn Waffen auswählen? Da ist ein Dino. Ah, hier können wir gar nicht durchlaufen. Na? Ah, bleiben wir überall hängen, ey. An jedem kleinen Ast hier bleiben wir hängen. Normalerweise brechen die nochmal ab, wenn man hier an so ein Ding vorbeirennt. Oh, 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 oh. Geh weg. Aber oh, ich kann nicht einmal hier hochspringen. Nein, es geht nicht. Also sag ja, die Springen hat sich irgendwie erledigt. Wir kommen nicht einmal hier auf den Stein hoch. Wo ist der Dino jetzt? Ja, wie komme ich jetzt an dem Dino vorbei? Jetzt mal hier rüber. Wo ist er jetzt? Ah, da vorne steht er. Oh, Leute, kann man auch nicht durchlaufen. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir schon mal überhaupt nicht, wenn man hier an jedem kleinen Scheiß hier hängen bleibt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo dieser Dino ist. Der ist hier unten, ne? Also auf C kann man schleichen. Hey, das ist wie im echten Leben. Die Füße sind weiß, der Oberkörper ist braun. Kommt immer, wenn man lange Hosen im Sommer anhat. So, sind wir jetzt hier durch? Ja, weil ohne Waffen lege ich mir jetzt gegen den überhaupt nicht an. Weil ihr seht ja unten links jetzt zum Beispiel unsere Hungeranzeige und unsere Lebensanzeige. Kann man hier überhaupt mal irgendwas aufnehmen? Ah, aber hier ist schon meine Hütte, das ist schon mal gut. Vielleicht muss man hier unser Lager oder was errichten. Ein Skeleton, that's reassuring. Was, ein Skelett? Oh, da liegt was. What's that? Ein Rucksack, ein Messer und eine Armbrust. Ich bekomme langsam Hunger. Okay. Willst du also Dinos jagen? So, hier oben rechts sehen wir jetzt, wir haben für unsere Armbrust haben wir 20 Pfeile. Rechts ist anvisieren, links ist schießen, ist auch normal. Messer benutzen, um Fleisch zu nehmen auf E. Also, dann sollen wir jetzt Dinos töten und dann mit E Fleisch von denen nehmen. Mit E Eier, Waffen und Objekte aufsammeln. Eier essen, um zu heilen, ist mit Q. Welche Eier, weiß ich jetzt gar nicht. Lagerfeuer an sicheren Orten entzünden, um zu heilen. Spiel zu speichern, um Pfeile aufzufüllen. Ah, das ist natürlich nicht einmal schlecht. Füllt dann automatisch die Pfeile wieder auf. Dinosaurier können dich sehen und fühlen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Geh gebückt, um dich an einen Dinosaurier anzuschleichen. Das ist auf C.
Du kannst dich in Büschen verstecken, um schwerer entdeckt zu werden. Hm, ist klar. Wenn man in einem Busch steht, dass man schwerer entdeckt wird. Also, ja. Dazu muss man jetzt ja wohl leider nichts sagen. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Also anvisieren. Naja, also wie gesagt, vom Grafischen schaut es ja wirklich überhaupt nicht schlecht aus. Auch mit dem Anvisieren passt alles super. Ah, sogar hier in meinem Rucksack bewegt sich alles. Also wie gesagt, da wurde schon ein bisschen mit auf Optik geschaut. Vor allem für den Preis, 1,49 genau, ist es ja wirklich überhaupt nicht teuer. Da kann man auf jeden Fall zugreifen. Ich glaube, ohne Sale kostet irgendwas um die 7 Euro, wenn, jetzt nicht, ich mir nicht ganz täusche. Oh, hier haben wir Dinos. Schießen wir mal auf einen. Hä, wo ging der hin? Oh, wir haben ihn erwischt. Na? Vielleicht sind wir auch zu weit weg. Ja, wo schießt denn der da hin? Oh, leck. Da verschieße ich ja meine ganzen Pfeile. Na? Also mit der Treffsicherheit hapert es nur ein bisschen bei mir. Wo ist denn jetzt eigentlich der andere hin? Ah, da unten ist er. Da hopft er rum. Na, also. Na, sag einmal. Hey, ich treffe den nicht. Ah, jetzt er. Hey, jetzt habe ich ja gleich 11 Pfeile verbraucht. Wegen den scheißblöden 3 Viecher. Also was muss man jetzt hier drücken? E. Das geht aber nicht. Da ist ein Pfeil. Ah. Voll hier seitlich ein Stück Fleisch rausgeschnitten, ey. Da ist noch einer. So. Warum kann ich denn jetzt meine Pfeile nicht aufheben? Die liegen doch hier rum. Ich sehe sie doch. Na, die hebt aber nicht auf, wenn ich hier auf E drücke. Okay. Das ist natürlich jetzt blöd. Wenn man die Pfeile schon... Oh! Ich hab gedacht, ich hab den erwischt. Wenn man schon die Pfeile sieht, warum man die nicht aufheben kann. Ah, die stecken jetzt hier irgendwie in der Luft drin. Ja, komm. E. Okay, da muss man dann einmal die bestimmte Position finden, damit er hier mal Schlitzen anfängt. Was war denn jetzt das? Wenn jetzt irgendein großer Dino kommt, glaube ich, haben wir eh verloren. So, und dann habe ich doch noch irgendwo den anderen Dino hier erwischt. Oh. Hallo? Also entweder leben die Dinos noch und ich habe die gar nicht richtig getroffen. Weil das war nämlich genauso wie bei dem Kleinen jetzt hier. Ich war mir sicher, dass der geblutet hat und läuft immer noch rum. So, kann man jetzt von dem hier auch was rausschneiden? Bestimmt, oder? Oh, schaut mal. Nee, vom Grafischen schaut der gut aus. Aber vor allem steckt ein Fall bei dem hier. Muss ich jetzt irgendeine andere Position finden oder kann man hier nichts rausschneiden? Mal gucken. Nee. Hier kann man schon mal nichts rausschneiden. So, dann schauen wir uns mal das Haus hier an. Vor allem hier mitten im Urwald stehen hier irgendwelche Häuser. Was habe ich jetzt für... Was? In the middle of the jungle. Nothing strange about that. Ja, vollkommen normal sowas. Das denke ich mir nämlich auch. Oh. Mal schauen, was wir dann da finden, ne? Was natürlich gut ist, wir können auch jetzt so mit der rechten Maustaste die Anvisieroption halten. Dann können wir ja so jetzt hier mit dem Typen laufen. Ist natürlich auch nicht schlecht, geht auch nicht in viel Spielen. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Hä? Aber da komme ich doch gar nicht rein. Ja, muss ich hier irgendwie hoch? Ne, ich komme da nicht ins Haus rein. Was war das? Ach so, irgendwelche Vögel. Das ist ja blöd. Da stellen sich ein riesen Haus hin und man kann hier gar nicht reingehen. Okay, also das bringt uns hier schon mal überhaupt nichts. Müssen wir mal ein bisschen weitersuchen.
Was haben wir denn hier unten, ne? Mal langsam anschleichen, weil wie gesagt, so viel Munition habe ich nämlich gar nicht mehr. Hey, das ist ein Bus. Na? Ein Bus steckt hier im Boden. So. Kommt man aber auch nicht rein. Okay. Also, bringt mir schon mal auch nichts. Oh, schaut mal da oben. Ja, aber wo muss ich denn hier überhaupt hingehen? Hier, gibt's eine Karte? Nee. Ah, hier sind Autos. Kann man hier irgendwas aufmachen? Nee. Oh, ein Skelett. Oh, eine Pistole. 4 Schuss. Die will ich aber jetzt nicht. Wie kann ich denn meine Waffe wechseln? Ah, auf den Nummerntasten, okay. Weil Pistole habe ich jetzt eh nur 4 Schuss. Oh mein Gott. Ja, was mache ich jetzt? Ach du Scheiße, ein T-Rex. Ja. Oh Gott sei Dank. That was a T-Rex. Ja? Sieht er mich gar nicht? Oh, that was close. Oh. This is a nightmare. These dinosaurs, hell. Where did they come from? Tja, du weißt ehrlich gesagt gar nicht, wo du abgestürzt bist, mein Freund, ey. Ist doch kein Wunder. Wir können ja sonst wo abgestürzt sein, wo die neu ausgestorben sind. Zum Beispiel kann natürlich alles sein. Ja, geht das jetzt mal wieder weg? Irgendwie hängt das Bild jetzt. Oder gehört es immer noch zu dem Video? Hallo? Hey, ich kann mich gar nicht bewegen. Ne. Das Spiel hängt. Das ist ja blöd. Na, ohne Scheiß, Leute. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Da tut sich rein gar nichts auf dem bei dem Spiel. Ich kann weder Waffe wechseln noch sonst irgendwas. Also, das heißt, Spiel beenden. Okay, das ist schon mal sehr, sehr schlecht für den Anfang. Da müssen wir jetzt gleich nochmal starten, ne? I know we're gonna be there someday. I'll fly and chase the big guy. So Leute, und die Bewertung, was ich gelesen habe, wir können das Intro nicht überspringen, funktioniert einwandfrei. Das ist einfach, wenn man die Leertaste halten muss, nicht für 1-2 Sekunden, sondern ich habe jetzt von Anfang an durchgedrückt und habt ihr gesehen, es dauert schon seine 3-4 Sekunden, bis das übersprungen wird, aber funktioniert einwandfrei, also das kann ich schon mal bestätigen. So, da müssen wir jetzt wieder davor. Ach, da ist ja der Dino. Jetzt gehen wir mal schnell hier außen rum. Ja, das kennen wir ja alles. Oh! Hey. Nee, nee, dich will ich jetzt überhaupt nicht bei meiner Nähe haben, ohne Waffen. So hungry. I've got to find some food soon or I'm going to die of starvation. Yep. That's if the dinosaurs don't eat me first. Er vor allem nur seinen Magen und ihr seht, die Anzeige ist noch komplett voll. Few hunting tricks as a kid. A skeleton. That's what's that? Ja, okay, das Gute ist schon mal, dass wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer schießen können. Dass wir nicht alle Pfeile verschießen. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass das Spiel das sich dann gleich am Anfang aufhängt. Jo, das kennen wir doch. Geht's einfach mal näher hin an dir. Werden wir doch mal besser treffen, ey. So, der erste ist schon mal weg, das ist gut. Es kann ja sein, dass ich einfach, wie gesagt, wirklich zu weit weg war. Boah, schlitz ihn auf. Was ist hier? Da ist noch einer. Schlitzt hier voll die Dinos weg. Und? Ne, der ist tot. Okay, dann müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht sind da wirklich mehr von diesen kleinen Dingern da.
Vorhin hatte ich wie viel? 4, oder? Ah ja, da sind ja noch die anderen. Also das sind mehr. Oh, oh, oh. Hey. Will der kleine Sack auf mich losgehen? Wo ist der? So. Wie gesagt, das Fleisch brauchen wir ja, um am Lagerfeuer uns was zum Essen zu machen. Also das müsst ihr wirklich immer alles aufsammeln. Wo wir natürlich jetzt aufpassen, ist hier bei den Autos. Ich verstehe trotzdem nicht, warum das Spiel jetzt hier sich so blöd aufgehängt hat. So, jetzt haben wir noch 14 Pfeile. Okay, jetzt haben wir ja nicht 11 verschossen, sondern nur 6. Also da, das kann man verkraften, ne? So, hier sind ja diese Autos. Wir werden jetzt mal ganz langsam hier noch... Oder näher, ein bisschen schneller kann man schon. Langsam... Achso, da war dieser Flugsaurier. Wo waren jetzt die Autos nochmal? Hier unten, ne? Das ist natürlich auch blöd. So, wenn wir jetzt in der Hocke sind und drücken jetzt auf die Renntaste, rennt er nicht automatisch wie in die anderen Spielen. Also ihr müsst jetzt wirklich wieder auf C drücken, damit er wieder aufsteht. Das hätten wir ein bisschen anders da regeln können, aber naja, was soll's. Wie gesagt, für 1,49 € will ich jetzt mal nicht so viel jammern. So. Vielleicht waren wir einfach zu nah an dem T-Rex, ich weiß es nicht. Aber ich muss ja hier hingehen, oder nicht? Jetzt kriege ich ja die Pistole nicht. Ah, na, sie kommen trotzdem. So, die rennen jetzt weg. Der T-Rex kommt von hier. Ah, seht ihr jetzt? Jetzt läuft er auch viel schneller an uns vorbei. Und nicht so wie gerade, dass er mal von hier bis hier läuft, dann bis hier, ja? Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Da wenn ihr nämlich jetzt zu nah an die... Also wenn ihr jetzt... von hier drüben an die Autos hingeht, ja, dann hängt sich das Spiel irgendwie auf. Das ist ja wirklich saublöd. So, schauen wir mal hier weiter. Da unten ist ein Polizeiauto. Ja, was ich natürlich auch blöd finde, ist, dass man hier keine richtige Einleitung hat, wo wir denn hingehen müssen. Ist ja klar, wir sind jetzt vom Flugzeugabsturz hier auf irgendeiner Insel gelandet, aber trotzdem bräuchten wir doch mal einen Anhaltspunkt, was wir denn überhaupt machen müssen. Gibt's hier was bei dem Skelett? Nee. Da gibt's leider nichts. Dann schauen wir mal hier weiter. So, mal langsam. Ob hier nicht irgendwo ein Dinosaurier vorhüpft, ey. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Komm. Also das mit der Hocke immer wieder aufstehen, das nervt mir wirklich. So, kommen wir da hoch mit Springen, ja. Da unten ist auch noch ein Auto. Okay, hier scheint jetzt mal überhaupt keiner zu sein. Gehen wir mal schnell zum Auto. Vor allem, was denn die ganzen Autos hier im Dschungel machen? Gute Frage. So, hier gibt es auch nichts. Ah, seht ihr hier? Ja, bei manchen Dingen seht ihr schon schlecht verarbeitet. Hier kann man sogar unten durchschauen. Oh. Das ist natürlich schon was Größeres jetzt. Ja, wo schießt man denn dem Ding hier überhaupt hin? Ja, ich möchte jetzt auch nicht wirklich gesagt, die Pistole... Oh, hier vorne ist noch ein Haus, glaube ich. Ich möchte jetzt auch nicht die Pistole nehmen. Am Schluss schrecken wir irgendwelche auf. Und dann kommen noch mehr zu uns. Wir werden jetzt mal langsam dahin gehen. Vielleicht kriegen wir die ja mit unserer Armbrust. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir versuchen. Ah, da ist ja noch einer. Also zwei Stück schon mal. Und da ist noch einer hier. Irgendwas Kleineres. Ja. Oh, 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 oh. Hey, geh weg. Geh weg. Scheiße.
Ja, wo soll ich denn hinschießen? Oh, oh, oh. Naja, der zappelt noch. Boah, Schlitze, ey. Na, der zappelt trotzdem immer weiter. Jetzt mal schauen, wie wir den denn aufgeschlitzt haben, ob man da irgendwas sieht. Naja, roter Fleck mal drauf. Hey! Boah, Leute, sind wir stark. Das ist natürlich unsere Deckung. Oh. Wir können den Dino hier durch die Gegend schieben. Auch nicht schlecht. Das erinnert mich ein bisschen an Affronto vor Normandy, wo man die Autos nämlich hier in der Gegend rumschieben kann. So, zwei Schuss haben wir noch. Müssen wir auf jeden Fall aufsparen. Oh, ihr seht, es ist jede Menge von dem kleinen Zeug. Gute Frage, gute Frage. Werden wir mal schauen, dass wir hier irgendwie in das Haus hier reinkommen. Da werden ja wohl keine Dinos mehr sein, oder? Auf jeden Fall mal hier vorbeischleichen. Wir haben... Oh, da ist noch einer. Da vorne hier. Da ist einer. Hier drüben sind jede Menge. 1, 2, 3, 4. 4 so kleine und 5 so große. 4 kleine und ein großer. Oh, das ging natürlich total daneben. Vielleicht reicht hier ein Pfeil bei dem gar nicht. Ah, doch. Nein. Ist der jetzt tot? Hä, wo ging denn der Pfeil hin? Aber jetzt, oder? Nee. Oh, shit. Ah, ihr seht zum Beispiel, die Pistole kann gar nicht unter zwei Schuss gehen. Die zwei Schuss bleiben irgendwie immer. Auch nicht schlecht. Wenn ich natürlich unendlich Munition habe, dann ist es ja einfach. Dann kann ich immer mit dem Ding hier auf... Ach, nee, mein Fehler. Das ist, ich kann zweimal nachladen. Jetzt seht, wie viel Munition ich noch drin habe. Ich habe gedacht, das heißt zwei Schuss. Das hätte mich jetzt schon gewundert, wenn es unendlich Munition gewesen wäre. Also wir haben eine Pistole mit zwei Magazinen gefunden. So ist es gemeint. So, hier kommen wir natürlich auch nicht rein. Können wir hier irgendwas finden, ne? Oh, durchkrabbeln kann ich auch nicht. Ja, warum komme ich dann nicht in das Haus hier rein? Oh, oh, oh. Schaut mal den riesen Dino an. Aber es kann ja nicht sein, dass ich hier nicht... Können wir klettern auch nicht? Da ist eine Leiter. Okay, das muss ich ganz ehrlich lassen. Ist blöd, da ist schon eine Leiter da. Und wir können hier nicht hochklettern. The door is locked. I need a key card. Ach so, eine Schlüsselkarte müssen wir suchen. Ja, wir müssen jetzt trotzdem erstmal unser Lager aufstellen. Ihr seht ja selber, wir haben nur noch halbe Gesundheit und Hunger haben wir auch langsam. Welche Taste war jetzt das? Q, oder? Nee. Scheiße, jetzt habe ich keine Anzeige mehr. Also R ist nachladen. T, F, A. Ah ja, F was. So, jetzt seht ihr selber, wir sitzen hier am Lagerfeuer. Schauen dem alles ein bisschen zu. So, Spiel ist gespeichert. Das andere kann man natürlich nicht lesen. Es geht alles ein bisschen schnell. Aber ihr seht, unser Hunger ist gestillt. Und unsere Gesundheitsanzeige ist auch wieder hoch. So, jetzt müssen wir mal gucken wegen die Pfeile. Ah ja, jetzt haben wir wieder 27 Pfeile. Also, das funktioniert schon mal. So, das sollen jetzt erstmal die ersten Einblicke ins Spiel gewesen sein. Also wie gesagt, grafisch ist es nicht schlecht, kann man eigentlich nicht so meckern. Ein paar Grafikfehler hat's, habt ihr ja gesehen, zum Beispiel an die Bäumen, wo die Wurzel nicht ganz bis zum Boden runtergeht und man unten durch den Baum durchschauen kann. Dass die Pfeile hier in der Luft irgendwo drin stecken. Dann, was war's noch? Alles, dass wir überall hängen bleiben. Das ist schon mal nervig. Was noch nervig ist...
wenn ich in dieser Hockenstellung auf Rennen drücke, dass der hier nicht aus dieser Hockenstellung rauskommt. Also ich muss extra nochmal auf C drücken. Das ist schon blöd. So, dann sind die Fässer irgendwie größer als ich. So riesen Fässer sieht man doch nirgendwo, oder? Okay, vielleicht schaut es jetzt nur so blöd aus, weil die nur auf der Palette stehen. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ja, dass man jetzt in manche Häuser hier nicht rein kann. Wie zum Beispiel, okay, hier lass es mal nur eingehen, brauchen wir eine Schlüsselkarte. Aber wieso wir da hinten an der Leiter nicht hochklettern können? Wie gesagt, als wenn wir jetzt normal wären, wir kommen mal locker an die Leiter hin, da könnten wir uns zur ersten Sprosse hochziehen und dann aufs Dach hochklettern. Das funktioniert leider nicht. Wir werden auf jeden Fall schauen, was die nächsten Folgen noch so bringen. Also wie gesagt, für 1,49 €, Leute, will ich überhaupt nicht meckern. Das ist wirklich günstig. Darum, über die kleinen Fehler kann man jetzt mal hinwegsehen. Wie gesagt, wir müssen uns ja anschauen, was in dem Spiel sonst noch für Macken drin sind. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's es gut. Tschüss.